Er behauptete über mich, dass ich fremdgegangen bin. Weiter geht's mit meinem nächsten Gast, hier ist Mentor. Hi Mentor. Hallo. Also, es geht um deine Frau, das ist Fikreye. Ja. Ist es richtig gesprochen? Fikreye? Genau. Und es geht um deinen Bruder. Ja. Was ist da passiert? Was denkst du, ist zwischen den beiden gelaufen? Also ich denke, dass die mich betrogen hat. Weil ich habe da seit 3 Monaten so einen Kassettenrekorder schon genommen und ich habe sie aufgenommen. Und ich war 2 Tage gar nicht zu Hause. Ja, wo ich zu Hause war, das war am Sonntag, gegen 2 Uhr. Dann habe ich gehört, dass sie draußen war. Ich habe die Schlüssel gehört und die meinte, ja, die Kinder sind am Schlafen, auf Albanisch. Und lass mal rausgehen, lass mal rausgehen. Also sie hat mit jemandem geredet, das konntest du hören? Genau, das konnte ich hören. Die Kinder sind, und da hast du gehört, dass sie sagte, die Kinder sind am Schlafen, lass mal rausgehen, lass mal rausgehen. Genau, und dann wurde die draußen gegangen mit dem Typ, jetzt ob das mein Bruder ist oder ob eine andere Person ist. Aber eine männliche Stimme war dabei. Genau. Ja. Und die ist draußen gegangen und erst nach 1,5 Stunden war die wieder drinne. Und ich habe gefragt, warst du das, dass du draußen gegangen bist? Nee, war ich gar nicht. Ne? Und erst nach 3. Tag meinte die, ja, ich war bei deiner Schwester. Aber bei meiner Schwester war die überhaupt gar nicht, weil ich habe meine Schwester nachgefragt, meinte, nee, ich war gar nicht zu Hause. Aber das ist schon ganz schön krass, seine Frau zu bespitzeln, indem man ein Tonband mitlaufen lässt. Ja, weil ich bin mit meiner Frau hier seit 11 Jahren zusammen. Ja. Und das hat auch nicht jetzt hier mit dem Sex gut geklappt. Nur wann sie wollte und wann ich wollte, wollte die das nie, ne? Also seit wann ist der Sex so schlecht bei euch? Seit 8 Jahren. Heieiei. Weil die haben nämlich jetzt 4 Kinder. Und wahrscheinlich, die bleibt wegen Kinder bei mir. Vielleicht liebt sie mich gar nicht. Vielleicht hat die auch keinen, aber vielleicht liebt sie mich gar nicht. Dann hole ich sie mir mal dazu, werde mal mit ihr darüber sprechen, ja, was sie zu deinen Vorwürfen zu sagen hat, okay? Mhm. Gut, hier ist sie. Herzlich willkommen, Fikreye! Hallo, na? Seit 11 Jahren seid ihr ein Paar. Ich höre, es läuft überhaupt nicht mehr rund. Und was ich hochbedenklich finde, ist, dass Mentor dich tatsächlich bespitzelt, indem er Bänder laufen lässt, wenn du alleine bist. Was sagst denn du dazu? Ja, ich finde es ja nicht schön, dass er immer mich alleine lässt. Du findest nicht schön, dass er dich alleine lässt, aber was sagst du dazu, dass er dich bespitzelt? Ja, das finde ich ja nicht gut, weil er behauptete über mich, dass ich fremdgegangen bin und... Ja, angeblich, es gab ja dieses eine Band, wo man hören konnte, dass du mit irgendeinem Mann geredet hast. Irgendwie so, komm, die Kinder schlafen, schnell raus. Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Der bildet sich das nur ein. Aber das stimmt nicht. Ich frag's ganz konkret, liebst du ihn noch? Ja, lieben tue ich schon, aber nicht mehr so wie früher, ne? Ich finde, wir machen es jetzt folgendermaßen. Wir gucken den Lügendetektor-Test an, denn der wurde gemacht. Mhm. Ja, und ich bin sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist. Entschuldigung, ich drängel hier heute immer. Ja, seid ihr bereit? Ja. Gut, dann kommt hier euer Test. Also, wir wollten wissen, Fikreye, bist du in der besagten Nacht, in der das Tonband aufgenommen wurde, mit einem anderen Mann zusammen gewesen? Du sagst nein, das hat er sich eingebildet, das stimmt nicht. Lüge oder Wahrheit? Jemals Sex mit Mentors Bruder gehabt? Du sagst auch da, völliger Humbug, nie passiert. Nein. Bitteschön. Findest du Mentors Bruder sexuell attraktiv? Auch da ein klares Nein. Die letzte Frage. Hast du jemals während der Beziehung mit Mentor Sex mit einem anderen Mann gehabt? Du sagst, nein, hast du nicht. Bitteschön. Es geht nicht.
natürlich um Untreue bei euch beiden. Und es geht, glaube ich, noch nicht mal darum, dass die Liebe weg ist, aber man sieht es auch, wie ihr da steht. Das ist wirklich auffällig. Ihr steht, ihr bewegt euch keinen Zentimeter. Ihr guckt euch nicht an, ihr lächelt nicht, gar nichts. Ich glaube, ihr seid komplett eingeschlafen miteinander. Und ich glaube, da müsst ihr dran arbeiten. Das halte ich für den wichtigsten Punkt. Ich glaube, das ist alles in Ordnung, aber ihr lauft ins offene Messer, wenn ihr euch nicht wieder aktiviert. Wisst ihr, was ich meine? Emotional aktiviert. Er sagt ganz klar, er fühlt sich nicht bestätigt von dir, nicht geliebt, sexuell nicht irgendwie ein bisschen angenommen. Den gleichen Eindruck habe ich auf deiner Seite auch. Er kommt nach Hause, nörgelt erstmal rum, meckert. Vier Kinder sind nicht gerade. Ich stehe da alleine mit vier Kindern. So, du fühlst dich nicht gut genug unterstützt, fühlst dich von ihm höchstens noch kontrolliert, sonst nichts. Das sind die Punkte. Ich will es euch nur einmal sagen. Denkt da in Ruhe drüber nach. Ja, aber wo das Problem ist, die Eltern sagen das andauernd bei mir, die Eltern von ihr. Besser hätte ich dein Bruder die gegeben als dir, weil die passen besser zusammen als die aber mit mir. Das haben die doch immer Spaß mit dir gemacht. Wenn das du ist aber Spaß mir kein Spaß. Das ist dann mir aber kannst kein Spaß. Du, kann dir auch keiner helfen. Aber Fikre, das ist aber so mir eine kein Sache. Spaß. So eine Art Humor kann man nur easy mitnehmen, das ist mir kein wenn man Spaß. Souverän ist. Wenn man aber sowieso verunsichert ist, dann kann man sowas nicht gut ab. Das kann ich sogar nachvollziehen. Aber die deine sind Eltern gewinnt. Müssen sich dazu aber bekommen. Die sind gewinnt daran, also sowas zu machen, ne? Die Familie von ihr. Aber ja. Wir nicht. Ja. Ne? Das macht mir keinen Spaß mehr. Die sind nicht da. Die sind nicht da, ich kann das schlecht klären jetzt, weil ich müsste mit den Eltern mich auch unterhalten. Ich will alles euch klar. Beiden nur sagen, pflegt eure Partnerschaft, weil ich glaube, das habt ihr vergessen. Ihr müsst euch wieder mehr beziehungsmäßig pflegen, ihr müsst euch wieder mehr wahrnehmen. Beide, ich will überhaupt niemandem hier Schuld zuweisen. Macht das einfach, achtet wieder mehr aufeinander, vermittelt wieder mehr, dass ihr den anderen gut findet und so weiter. Ja? Das belebt das Ganze und ich glaube, dann wird sich das auch neutralisieren. Okay? Ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Dankeschön. Danke. Thank you.